Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Rot No Log Challenge. Beim letzten Mal haben wir unser Team stark erweitert. Wir haben auf Route 1 einen Taubsi namens Gurururu gefangen, auf Route 2 ein Hornlio namens Ramse und auf Route 22 ein Radfratz namens Golinator. Ich habe jetzt offscreen etwas trainiert und ich würde sagen, wir kämpfen heute gegen unseren Rivalen und wir machen den Vertania-Wald unsicher. Und damit würde ich sagen, los geht's! Durch den Vertania-Wald. Jo, gehen wir mal schnell nach draußen. Ach halt, nein, Moment. Erst zeige ich euch mal, wie das Team aussieht. Alle Level 6, bis auf Baumbart, der ist Level 7 und ich tausche mal ganz kurz auf Gurururu. So, ich habe da nämlich einen Plan. Ich hoffe übrigens, dass ich das jetzt hinkriege. Ihr habt im letzten Part geschrieben, dass es irgendwie zu kurz war und dass nicht genug passiert wäre. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme, dass ich das Zeitsparen so schneiden kann, ohne auf Progress zu verzichten. Mal gucken. Wie überraschend. Hey, Elek! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es, wahrscheinlich besitzt du noch nicht einmal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ah, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Woher weißt du, dass es mehr sind? Verfolgst du uns etwa? Ja gut, Komori möchte kämpfen, der hat jetzt ein Level 9 Taubsi, das könnte etwas eklig werden, weil das ist schon recht stark. Aber ich gehe auf eine ziemlich blöde Taktik zurück. Er auch, nur dass er verfehlt hat, wie ironisch. Ah, jetzt nochmal, sehr schön. Ah, wir gehen, kriegen den Sandwirbel durch, das ist perfekt. Und er auch. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Oh, einmal Sandwirbel reicht anscheinend doch. Und zweimal reicht bei ihm nicht. Ah, wir machen auf jeden Fall noch einen dritten drauf. Wir machen noch einen dritten drauf. Jetzt habe ich zwei abbekommen, jetzt werde ich auf jeden Fall tauschen. Ah, danke, gut. So, jetzt holen wir, nein, Baumbart rein. Baumbart darf dann gerne mal Egelsamen schmeißen. Yay. Sandwirbel hat verfehlt, das habe ich gehofft. Sehr schön. Sandwirbel, ist mir egal. So, Egelsamen. Sehr schön. Jetzt haben wir das erstmal durchgekriegt. Jetzt mache ich einmal Tackle drauf und dann tausche ich zurück zu meinem Gurururu in der Hoffnung, dass ich noch ein paar Sandwirbel durchbekomme. Einfach nur, um von dem Egelsamen zu schmarotzen. Das wäre ziemlich schick, weil dann könnte ich mich wieder langsam hochheilen. Natürlich trifft Sandwirbel. Ach, Mann. So, wir haben 13 KP, das ist schon mal ganz schön. Die Heilung beginnt. Sandwirbel. Er hat verfehlt, das ist sehr gut. Heilung für uns. 14 KP. Sehr schön. Oh, es hat getroffen. Perfekt. Ich werde die Taktik wahrscheinlich dann weiter bei Glumanda auch durchziehen. Ich werde versuchen, erst Egelsamen draufzuschmeißen, dann die Sandwirbel und dann werde ich es versuchen, mit Ramse zu vergiften. Das wäre ziemlich schick. So, dafür brauche ich aber mindestens 18 KP oder so, damit ich Kratzer aushalten kann, wenn ich dann tausche. Weil ich werde auf jeden Fall nochmal zu Bisasam tauschen. In der Hoffnung, dass Baumbart dann mit Tackle ein schnelles Ende setzen kann. Nichts geschieht. Okay, ich habe schon so oft... Das habe ich vergessen. Wow, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, und Baumbart muss ja dann auch den Egelsamen erstmal setzen. Sehr schön. Vielleicht kann ich es auch noch anheulen, das weiß ich nicht so ganz. Also ich meine, das Glumanda dann, nicht das Taubsi. Das Glumanda ist auch nur auf Level 8, in Anführungsstrichen nur. Das ist also gar nicht so schlimm. Aber ich hätte halt gerne trotzdem ein paar KP. Ah, sehr gut. Ich finde das ganz gut. Also Ausweichrate ist ja competitive gesehen echt Murks. Das mag ich an sich da gar nicht. Aber im normalen Durchspielen finde ich es doch ziemlich cool. Ach. Außer natürlich, ich bekomme irgendwas ab, was meine Genauigkeit senkt. Dann finde ich es nicht mehr ganz so cool. Ich kriege aber auch einmal Sandwirbel ab und verfehle dann sofort. Das ist fies. Okay, wunderbar. Ach, schon wieder getroffen. Ich glaube, ich tausche dann noch einmal kurz hin und her, nur um sicher zu gehen, dass ich... Na... Genug Genauigkeit habe. Ich tausche mal Golinator rein. Für den Fall, dass er jetzt einen Treffer abbekommt, dass nicht mein Sandwirbel-Pokémon was abkriegt, ist nicht passiert. Gut. Gut, danke sehr. Dann tauschen wir wieder zu Baumbart. Hey, deine Genauigkeit ist wieder da. Na, wie fühlt sich das an? Und trotzdem trifft es. Ah, das ist bitter. Okay, 14 KP und damit wird es auch... Nein, vielleicht verfehlt es nochmal. Dann haben wir 15. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt 15 KP. Das sollte auf jeden Fall reichen, um Kratzer auszuhalten. Mindestens zweimal. Ich gehe mal davon aus, dass ich verfehlen könnte. So, Glumanda, hallo. Na? Du bekommst Egelsamen. Heuler. Oh, perfekt. Gut, das ist mir egal. Darauf kann ich locker verzichten. So, Gurururut, komm bitte rein. Und vielleicht kriegst du ja auch einen Heuler ab. Das wäre okay. Oh, das läuft ja gerade richtig gut. Gut, 18 KP. Das ist schön. So, dann machst du bitte Sandwirbel. Nochmal Heuler, okay, das ist verrückt. Und es ging auch noch daneben vor allem.
Das soll mir recht sein. Okay, Sandwirbel drauf. Yay. Nochmal bitte. Nochmal Heuler. Was macht denn unser Rivale? Das ist gerade seltsam. Ich habe nichts dagegen, ja. Ich akzeptiere das so, wie es ist. Aber jetzt tauschen wir mal auf Ramse. Und versuchen mal, den Giftstachel durchzukriegen mit dem Gift. Nochmal. Ich meine, mir ist jetzt Heuler auch bei Ramse egal, weil ich will ja nur den sekundären Effekt drauf haben. Giftstachel bitte. Das macht nur Heuler. Ich habe keine Ahnung. Da gebe ich mir hier Mühe und kämpfe taktisch wie sonst was und dann heult das nur rum. Und es ist vergiftet. Ah, es ist perfekt. Jetzt dauert die Runde ewig lang. Haha, wie gut. Oh, ist das schön. Oh, Ramse, deine Zeit zu glänzen. Jetzt kannst du zeigen, was für Sinuskurven du in Zukunft fliegen wirst. Schön. Ah, coole Sache. Ich liebe passiven Schaden. Das ist echt unglaublich. Und ein Volltreffer. Krass, der war unnötig. Aber ich akzeptiere das, ja. Und er kriegt halt relativ viel Schaden. Aber wir kriegen ja erstmal wieder KP zurück. Er verliert halt auch unglaublich viel. Das ist toll. Ja, das sollten wir schaffen. Das sollten wir auch komplett mit Ramse schaffen. Weil der passive Schaden alleine reicht schon aus. Macht doch mehr Schaden als unser Giftstachel zusammen schon. Also insofern vollkommen okay. Ah, oh, sehr gut. Und jetzt reicht das Gift. Ah, coole Sache. Schön. Das gefällt mir gut. Hey, Ramse. Stark. Das hättest du vielleicht sogar ohne geschafft. Also ohne Egelsamen. So, Level 7. Sehr schön. Oh, Baumbart erreicht Level 8. Das wird immer besser. Cool. Oh, Ramse bleibt Level 6. Na gut, macht nichts. Oh nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben. Illy gewinnt. Yay, 2,80 €. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ich bin mal weg, mach's gut und tschüss, Mann. Oh yeah, badiba. Gut, hätten wir das geklärt. Ich würde jetzt mal ganz kurz kämpfen. Gegen einen Radfratz. Ich schneide den Kampf kurz raus. Bis gleich. Gut, hätten wir das geklärt. Was ich eigentlich sagen wollte, jetzt wo wir hier auf dem Rückweg sind, ich würde mal gerne einen, ich nenne es mal Feature vom Let's Play zeigen. Passt mal auf. Und immer wenn das passiert, dann war ich im Pokémon Center und hab's aber geschnitten. Das heißt, wir sind jetzt geheilt, ich habe das aber nicht gezeigt. Ich denke, so schaffen wir ein bisschen mehr und es spart Zeit. Außerdem ist das Video dadurch etwas kürzer und ich kann schneller rendern. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Dann gehen wir jetzt mal in dieses kleine Wartehäuschen hier. Tachna, ich habe gehört, du magst Radfratz. Hast du schon einen Radfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Und du hast dich wieder verlaufen, ja? Du gehst in den Vertania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich mit jedem NPC reden werde oder jedes Schild lesen werde. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, könnten sie fliehen. Ja, das Ding ist übrigens, wir brauchen die gar nicht auf 1 KP reduzieren. Das letzte Drittel reicht eigentlich aus. Oder sag mal, das letzte Viertel. Danach steigt die Fangchance gar nicht mehr. Heina, meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Das ist creepy. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Aber ich habe keine, darum darfst du gehen. Das ist seltsam. Ich finde es gruselig, dass sie auf einen warten. Das sind die Raudis der Stadt. So, Pokéball, sehr schön. Damit haben wir jetzt 8, glaube ich. Und ich bin mal gespannt, was unser Encounter sein wird. Na? Ist ein Kokuna, alles klar. Gut, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Das ist eines der doppelten Pokémon. Das heißt, wir werden das jetzt einfach besiegen und auf die nächsten zwei hoffen, dass es etwas anderes wird als Kokuna. Yay! Härtner! Weil ich kann nichts anderes. Ich glaube, ich werde die Härtner-Kokon-Pokémon hier wahrscheinlich auch mit Egelsamen dafür ausnutzen, mich komplett hochzuheilen, wenn ich mal wieder eins Encounter und Heilung brauche. Na, schön. Der Volltreffer war ganz nett. Und ich glaube, ich tausche dann mal prinzipiell aus. Ah, sehr schön. Das ging fix. Pokémon, Ich möchte Baumbart nach vorne nehmen, weil die Hornlio machen mir hier etwas Angst, wegen der Vergiftung und so. Bei Vergiftungen, wo wir gerade dabei sind, hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt, was wir übrigens nicht gekauft haben. Darum möchte ich erstmal Gift-Pokémon vorn lassen. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Und du hast keine Pokebälle, ne? Verdammt, mir sind die Pokebälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokebälle bei dir haben. Ja. Ein wilder Trainer erscheint. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Da hat nur Hornlio und Raupi, glaube ich. Ja, das Hornlio ist schon mal richtig. Sehr gut. Hm, dann bin ich mit Baumbart gar nicht so schlecht davon.
Ich mach mal Egelsamen drauf, weil ich glaube nicht, dass das einen Tackle. Also ich meine, wenn ich Egelsamen nicht machen würde, bräuchte ich einen Tackle mehr wahrscheinlich. Und dann mache ich das lieber so und heil mich dabei. So, 24, das ist gut. Vielleicht verfehlt sie auch irgendwann, kann ja sein. Schön. Vielleicht mache ich natürlich auch einen Volltreffer, das wäre ganz cool, aber so. Ja, jetzt sind wir wieder komplett geheilt, weil stattdessen Fadenschuss gemacht hat, das ist auch gut. Wir sind quasi am Anfang vom Kampf und er ist angeschwächt. Wir sind nur etwas langsamer. Aber den Schaden, den das macht, das kann man echt vergessen. Wunderbar. So, Bombard benutzt Tackle. Jetzt noch einmal, dann müsste es eigentlich reichen mit dem Egelsamen-Schaden zusammen. Hoffe ich. Na, zeig mal, wie viel macht das? Na, genug, genug, genug. Ja, sehr schön. Alles klar. Schön, und jetzt kommt Raupi, das Wurm-Pokémon. Es entwickelt sich auf Level 7 zu Safcon und auf Level 10 zu Smetbo mit dem Typen Käfer und Flug. Das bedeutet, dass wir eine Immunität gegen Boden haben, eine starke Resistenz gegen Kampf und Pflanze, eine Resistenz gegen Käfer, aber leider auch eine Schwäche gegen Elektro, Feuer, Flug, Eis und Gift, sowie eine starke Schwäche gegen Stein. Durch so viele Schwächen verteilt auf diese Typen gibt es kaum ein Pokémon, welches keinen sehr effektiven Angriff gegen Smetbo hat. Obendrein haben wir leider auch eine unglaublich schlechte Verteidigung, welche nur noch vom Angriff unterboten wird, und das ist leider echt schlecht. Wir haben quasi keinen Zugriff auf gute Step-Attacken und sind auch defensiv nicht wirklich zu gebrauchen. Das einzige, was Smetbo gut kann, ist das Verteilen von Status. Schlafpuder und Stachelspore gibt uns Zugriff zur Doppelpuder-Strategie und auch Superschall ist eine Option, wobei ich Angriffe nicht mag, die ungenau sind. Mit 80 Spezial können wir allerdings wenigstens Psychokinese und Megasauger halbwegs gut benutzen, aber alles, was dem standhalten kann, wird uns sehr wahrscheinlich kontern. Tja, hat ihm auch keinen Sieg eingebracht. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Illegal hält ein paar Groschen. Tja, da hat dein Raupi wohl nicht gereicht. Macht nichts, wir gehen einfach mal weiter. Baumbart hat jetzt auch ein Level abbekommen. Ich möchte ja eigentlich, dass Ramse auch noch eins bekommt. Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ich hab dich angesprochen, Junge. Chill. Okay. Käfersammler möchte kämpfen. Du hast, glaube ich, auch nur Hornliu und Kokuna. Und dann vielleicht noch ein Hornliu? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut, wir machen mal. Ist Tackle sinnvoll? Ja, doch, okay. Wir machen jetzt einfach Tackle, bis das kaputt ist. Und wir nutzen dann das Kokuna dafür aus, uns komplett hochzuheilen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Das war ein Volltreffer. Okay, ich glaube, damit kann ich wirklich leben. Ja, das heißt, wir sind dann bei. Ich sag mal, wir verlieren ungefähr noch 6 KP oder so. Und dann können wir uns ja wieder hochheilen. Das ist okay. Ja. Vielleicht verlieren wir auch nur 4. Ich habe mich, glaube ich, beim Zählen vertan. Okay, wir haben 18 KP. Ich dachte, wir hätten 16 am Ende. Macht nichts. Gut. Erfahrung für uns. Kokuna, Heina. Ich habe gehört, du magst Egelsamen haben. Härtner. Furchtbar. Gut, und ich heule das jetzt einfach so lange an, bis ich komplett gehypt bin und mach mal kurz ein Speed-Up. Sehr gut. So, unser ganzes Team ist jetzt geheilt. Ich würde sagen, wir nehmen mal Gurururu rein. Obwohl, ich sollte eigentlich auch mit Golinator ein bisschen kämpfen, weil der lernt auf Level 9, glaube ich, schon Ruckzuckhieb. Und das ist ein Angriff, den möchte ich eigentlich schon gerne haben. Okay, na gut. Wir machen das jetzt einmal noch so. Dann tauschen wir vielleicht Golinator nach vorne. Wir müssten auch gleich eigentlich ein Gegengift finden. Da traue ich mir das dann vielleicht mal zu, im hohen Gras gegen wilde Hornliu zu kämpfen mit einem Pokémon, was nicht vom Typ Gift ist. Wunderbar. Gut, Kokuna wurde besiegt, Baumbart-Erfahrung, Gurururu, Ramse und das zweite Hornliu. Beschleunige ich das etwas? Ja. Hi Baumbart, na? Darfst gerne nochmal Samen schmeißen. Ach, Fadenschuss, oh, es ging sogar noch daneben, wow. Wunderbar, sehr schön, hat doch gleich getroffen, das bin ich gar nicht gewohnt, sowas. 2 KP verloren, 1 KP zurückbekommen. Und jetzt tauschen wir nochmal Ramse rein in der Hoffnung, dass jetzt vielleicht gleich noch ein Level abkommt. Das wäre ziemlich cool. So, Tag, na. Ach, Fadenschuss ist mir egal. Ging auch noch daneben, wow. Ich finde es übrigens gut, dass unsere Ramse schon schneller war als sein Kokuna auf Level 7. Und ein Volltreffer, wie gemein. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Volltreffer hin, das wäre schön. Na. Na gut, er greift uns einfach weiterhin an. Das ist etwas schade. Aber letzten Endes werden wir das trotzdem gewinnen, weil er kriegt halt immer einen Schadenspunkt mehr durch die Egelsamen und wir bekommen einen weniger durch die Egelsamen quasi. Ja, Heilung ist toll. Schön. Okay, Giftstachel. Ich denke, das kriegen wir hin. Hey.
Ich möchte ihn nicht nochmal auf Baumbart tauschen. Vielleicht macht er ja auch nochmal Fadenschuss, das wäre ziemlich nett. Oder wir machen den Crit. Hm, da habe ich wohl zu viel gehofft. Na gut, okay. Ich mache mal noch einen kleinen Speed-Up. Er hat tatsächlich nicht ein einziges Mal verfehlt oder einen Fadenschuss gemacht. Das ist schade. Und? Oh, Ramsar reicht Level 7. Das ist schön. Okay, cool. Käfersammler besiegt. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ja, das ist mir egal. Ramsar entwickelt sich. Das ist schön. Der nächste Schritt zur Sinuskurve. Cool. Haha, Ramsar wurde zu Kokuna. Das ist schön. Ha. Halt, erstmal lesen. Tipps für Trainer. Du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. So, jetzt schnappen wir uns das erstmal. Elik findet ein Gegengift. Yay! Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in den Pokédex zu Kokuna, nur um zu wissen, was da steht. Kokong. Dieses Pokémon kann sich kaum bewegen. Bei drohender Gefahr verhärtet es seinen Panzer. I know. Und das ist auch ziemlich gut so. So, und vielleicht haben wir ja noch Glück und finden noch irgendwas Cooles im hohen Gras. So ein zweiter Encounter wäre schon irgendwie schick. Und dann vielleicht gleich was Neues. Oder natürlich noch ein dritter Encounter dann. Und dann bitte was Neues, allerspätestens dann. Hm, oder gar kein Encounter. Okay, dann nehme ich mir mal noch den Trank. Danke. Hm, und lese nochmal das Schild. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Hatte ich auch vor. Ich fange mir erstmal den Trank da. Danke. Und dann rede ich dem Typen mal... Red? Dann renne ich dem Typen mal in die Sicht. Hey, warte mal, warum die Eile? Na, weil... So, Käfersammler möchte kämpfen. Du hast nur einen Level 9er, ne? Ja. Gut, das sollten wir auch locker hinkriegen. Baumbart, mach mal bitte Egelsam gleich als allererstes. Egelsam ist einfach die Attacke schlechthin jetzt gerade im Moment. Ich habe das Gefühl, die wird uns auch noch relativ lange weiterhelfen. Ah, wir sind zumindest schon mal schneller als ein Hunliu. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und der Fadenschuss ging auch noch ins Leere. Perfekt. Das heißt, wir sind jetzt nochmal als erstes dran. Yes. Kein Speedtime mit einer Raupe. Cool. Und das ist mir egal. Danke. 22. Schön. Ja, das ist perfekt. Sollte ich nochmal Golinator reintauschen, einfach nur um Erfahrungspunkte abzugreifen, wäre eigentlich gar nicht mal so doof. Hm. Ich mache noch einmal Tackle, dann tausche ich Golli rein und dann müsste eigentlich ein Tackle auch reichen. Außer ich besiege es jetzt aus Versehen, aber ich glaube, es müsste noch so ein, 2 KP übrig haben. Ja, das sieht gut aus. So, Golinator, du darfst jetzt auch noch mal ganz kurz glänzen. Und dich bitte nicht vergiften lassen. Ah, Fadenschuss. Ah, oh, es ging auch noch daneben. Wow. Das tut mir ja fast schon leid. Okay, mach mal Tackle. Nochmal Fadenschuss, really? Okay, gut. Soll mir recht sein. Das reicht jetzt auf jeden Fall. Erfahrungspunkte für uns. Das ist schön. Und natürlich auch für Baumbart. Level 10 schon. Cool. Stark. Ja, und Golinator ist bald Level 7. Hoffe ich. So, mal sehen, ob wir jetzt noch einen Encounter bekommen. Das würde ich gerne noch machen, bevor wir hier rausgehen. Na? Ach, ich weiß, dass nicht jedes Teil Gras hier einen Encounter beinhalten kann, ja? Aber trotzdem ist es etwas schade, dass wir hier durch das ganze Ding laufen können, ohne Encounter zu bekommen. Oh, na endlich. Das hat ewig gedauert. Nein! Rudi, du hast unglaublich viel Glück. Okay, wir haben Pikachu. Das Maus-Pokémon. Um Pikachu zu Raichu zu entwickeln, benötigen wir einen Donnerstein. Als reines Elektro-Pokémon besitzen wir eine Resistenz gegenüber Elektro- und Flug-Pokémon, dafür aber eine Schwäche gegenüber Boden. Und prinzipiell war es das auch schon. Raichus Initiative, Angriff und Spezial sind unglaublich hoch und wenn man die gelbe Edition, sowie Pokémon Stadium, sein eigen nennen kann, hat man auch Zugriff auf Surfer, um Geowatz oder Rizeros zu ärgern. Aber dadurch, dass seine Verteidigung so niedrig ist, sind wir physisch sehr fragil und wegen der niedrigen KP sind wir leider auch speziell nicht so defensiv. Meistens wird Zapdos oder Blitzer in ein Team gebaut anstelle von Raichu, aber dennoch ist die Surfer-Option nicht schlecht.
Das ist so unglaublich. Die Encounter Rate von Pikachu ist 10% oder so im Vatania Wald. Das ist unglaublich wenig. Und ich muss übrigens dazu sagen, es hat beim letzten Mal die Aufnahme nicht aufgenommen. Also es ist zweimal quasi schon passiert, dass ich diesen Part jetzt spiele und ich habe in beiden Fällen einen Safcon bekommen, ja. Und ich habe über 40 Minuten gebraucht, um das Pikachu überhaupt zu encountern, um die Erklärung abzuspielen. Und jetzt kommt es einfach so. Das ist ein Zeichen fast schon. Das ist echt krass. Okay, darum schwäche ich das jetzt übrigens auch gerade mit Egelsamen an, weil ich habe Angst, dass Tackle Crit Level 10 gegen Level 3 nicht gut ausgeht. Und das möchte ich lieber nicht riskieren. Okay. Meine Güte, ist das bekloppt. Ich tausche mal ganz kurz auf... Einfach nur auf Golinator. Ich meine, Egelsamen ist ja sowieso schon da. Das ist jetzt nur um... irgendwie mal ein bisschen was zeigen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist, als immer nur diesen Backspread von Bisasam zu sehen. So, und ich denke, mit dem nächsten Routenschlag werde ich auf jeden Fall den Pokéball werfen. Ja, das ist okay. Oh, ein Volltreffer, das ist nicht okay. Hey, du willst doch ins Team, habe ich gehört, dann mach mal nicht sowas. Pokéball. So, na? Einmal, zweimal, dreimal. Nein, Rudi, bleib drin. Das geht so nicht. Ah. Und ich bin auch noch paralysiert. Das ist gemein. Und interessanterweise stand es erst da, nachdem ich den Egelsamen abbekommen habe. Okay. Los, los, los. Einmal. Zweimal. Dreimal. Na! Ah! So geht das nicht. Ich meine, es wird nach und nach geschwächt. Ja, aber wir wissen ja, dass es am Ende gar nichts mehr bringt. Pokéball. Einmal. Zweimal. Drei. Oh! Willkommen im Team. Okay, ein neuer Eintrag im Pokédex, das ist absolut verrückt. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre Energie Blitzgewitter erzeugen. Ich möchte einen Spitznamen geben, ja. R O D I K A C. Wo ist denn Zar? Ach da. Rodikachu. Okay, das ist verrückt, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Wow, ich bin ewig durchs Gras gelaufen und es kam nichts. Und jetzt kommt einfach so ein Hornliu daher. Sorry, der Zug ist abgefahren. Das hättest du dir früh überlegen müssen. Ich gehe jetzt weg. Meine Güte. Krass. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal nach Moria City gehen und mich dann im Pokémon Center erstmal etwas erholen. Auf Wiedersehen im Vertania-Wald. Der nächste Ort ist Moria City. I know. Was habt ihr denn sozusagen? Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Und viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Das mache ich ja schon. So, und hier im hohen Gras werden wir jetzt aber noch nichts fangen. Das heben wir uns für den nächsten Part auf. Da werde ich auch wieder offscreen etwas die Level angleichen, damit das nicht ganz so krass ist. Poké! Tach. So. Dann hoffe ich, das war genug Progress erstmal für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine drei Patrons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye!